Du, Sophie, gestern habe ich Simon aus Meran getroffen, da bei uns in der Kletterhalle. War schon der mit der Nachbarin, mit dem Schwimmboot. Ah. Aber das Mal hat er seine Frau dabei gehabt und seine zwei Gitschen. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen gehabt. Zwei Gitschen? Der Simon aus Meran? Sicher nicht. Wenn, dann hat er zwei Madeln. So viel habe ich jetzt gelernt. Ja, ist ja nicht das Gleiche? Hä? Kurz und sprachlich. Südtirolerisches mit Hannes und Sophie. Du, Sophie, wie hast du das jetzt gemeint? Dass der Simon nicht zwei Gitschen hat, aber eher zwei Madeln. Ist das jetzt wieder so ein Spruch? Quitz, Mausefalle. Wurscht, was ich sage, sie schnappe zu? Jetzt sei du mal nicht gleich eingeschnappt. Wer hat mir neulich vom dialektalen Ost-West-Graben erzählt? Naja, ich sag ja, ich muss aufpassen, was ich sag. Ja, und? Ein echter Pushtrabui ist mit seiner Gitsche unterwegs. Etwas weiter westlich wäre es dann die Gitsch, ohne E hinten. Aber in Meran und westlich davon spricht man nicht von einer Gitsch, sondern vom Madel. Das klingt weniger nach Dialekt, ist aber so. So zumindest habe ich's gelesen. Gitsch oder Madel, sei ich mir wurscht. Hauptsache Schieren im Osten wie im Westen. Wie bitte? Ja, aber ich meine hauptsächlich gescheit und geschickt sollen die Madeln oder die Gitschen sein. Ja, ja, wenn sie nachher zusätzlich auch noch so lieb sein wie du, Sophie, ist's perfekt. Ich habe außerdem neulich für unser Sprachquiz recherchiert, woher der Ausdruck Gitsch oder Gitsche für die Mädchen überhaupt kommt. Rate mal. Da gibt's den Berg, die Gitsch, da bei Meronsen, am Eingang zum Pustertal. Der Berg hat so eine schiene, weiche, rundliche Form wie ein... Oh, sag jetzt nicht Busen. Nee, gesagt hast jetzt du. Ja, aber diese Theorie ist trotzdem voll daneben. Mit dem Berg hat das nichts zu tun. Ja, was nachher? Der Ausdruck Gitsch wurde aus dem Ladinischen sozusagen in den Südtiroler Dialekt importiert. Diese These hat zumindest der Etymologe Johannes Kramer recht gut belegt. Der Etymo... Was? Der Etymologe. Das sind Sprachwissenschaftler, die sich auf die Suche nach der Wurzel, dem eigentlichen Ursprung eines Wortes machen. So wie ich. Aha, ich verstehe. Also so wie die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, wenn er da ganz tief unten bohrt und schaut, wo der Schmerz eigentlich herkommt. Na, ganz so schmerzhaft ist es in der Etymologie nicht. Eher spannend. Und gegraben wird nicht in die Tiefe, sondern zurück in die Vergangenheit der Sprachgeschichte, soweit es halt geht. Aha, und was hat der Wurzelforscher noch gefunden? Dass der Ausdruck Gitsch wohl aus dem Ladinischen, aus der Gardataler Gegend, entnommen wurde und ursprünglich eine Hündin oder ein nicht ganz so braves Mädchen bezeichnete. Ja, aber jetzt bei aller Hundeliebe ein Gitsch mit einem Hund zu vergleichen, das ist nicht gerade politisch korrekt. Ja, das meint heute ja auch niemand mehr, der die Mädchen als Gitschen bezeichnet. Aus dem Ladinischen ist dieser Begriff wohl auch verschwunden. Hm. Aber ich habe im Dialektwörterbuch noch ein paar andere Wörter gefunden, die aus dem Ladinischen kommen. Die Granten zum Beispiel, wie du die Preiselbeeren nennst. Ist nicht zu viel Grantenmarmelade, sonst wär's grantig. Das hat die Oma eben gesagt. Geglaubt habe ich ihr das sowieso nie. Und wenn du sagst, dass das Wort Granten mit grantig nichts zu tun hat, weil es aus dem Ladinischen kommt, dann habe ich jetzt den Beweis. Das nächste Mal wäre ich ordentlich zugeschlagen, wenn sie wieder süße Krapfen mit Grantenmarmelade macht. Du, apropos Granten und Gitschen und Ost-West-Groben. Der Simon aus Meran hat noch ein anderes Wort für die Preiselbeeren. Er sagt nicht Granten, er sagt Glanen. Ob es wie ein Schnitzel schmeckt, ins Bärde gleich gut. Ist ganz wurscht, ob du jetzt Granten oder Glanen dazu essen tust. Wo steckst du dieses ganze Essen bloß immer hin? Und bleibst trotzdem so schlank? Weißt, wenn wir zusammen miteinander klettern gehen oder ich auf eine E-Gitarre mit der Band spiele, nachher sind die Kalorien ganz schnell wieder weg. Und mit dem Radl auf die Gitschauben fahren, soll kann die auch wieder montieren. Ich meine jetzt im Berg, nicht die Madeln. Kurz und sprachlich. Südtirolerisches mit Hannes und Sophie. Der Podcast der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut. Und in der nächsten Folge erfahren wir von Hannes und Sophie, warum im Dialekt manche Dinge einfach schneller gesagt sind. Testet auch ihr euer Wissen unter www.sprachquiz.org.